Im letzten Teil der Wolfram-Alpha-Serie habe ich euch gezeigt, wie ihr eine Funktion ableiten könnt. Das Ergebnis haben wir jetzt hier noch auf dem Schirm. Und diesmal zeige ich euch, wie ihr von der Ableitung die Nullstelle herausbekommt. Jetzt könnten wir auf die Idee kommen, das Ergebnis oben nochmal neu einzugeben. Brauchen wir aber gar nicht, weil unser Ergebnis quasi schon genau das hier ist. Also die Aufforderung zum Ableiten steht ja schon hier. Also behandelt er das quasi genau wie diesen letzten Teil hier des Terms. Das heißt, wir müssen ihm jetzt nur noch die Anweisung geben, Nullstellen suchen, und das machen wir wie folgt. Wir geben vorne ein solve, das englische Wort für lösen, setzen quasi dann, also öffnen hier noch eine Klammer und setzen dann die Ableitung ist gleich 0. Wie gesagt, dieser Teil hier, also ab DairyRate, dieser Teil entspricht exakt dem hier unten. Und das heißt, wir setzen quasi das hier gleich 0. Machen hier Komma x. Komma x bedeutet, dass er nach x auflösen soll und schließen die Klammer. Die Klammer bezieht sich hier vorne auf das solve. Also diese Klammer hier offen und wieder geschlossen. Bestätigen das mit Enter. Und schauen mal, was er rausbekommt. Also wir bekommen für ist gleich 0, also das ist die Ableitung. Minus 2 und x ist gleich 4 heraus. Jetzt schauen wir mal, ob die auf der Seite mathematikwissen.de auf die gleiche Lösung kommen. Extrempunkte berechnen, also Ableitung von dieser Formel, von dieser Funktion, nicht Formel. Und ihr seht schon, die bekommen quasi, wenn wir uns das mal anschauen hier oben, beziehungsweise hier ist es nicht mehr drin, aber wenn wir mal nur die Ableitung betrachten, nehme ich mal unsere Nullstellen wieder heraus. Hier haben wir sie. Wie gesagt, hier hatten die ein Drittel ausgeklammert, habe ich im vorigen Video erklärt. Und hier ist dieses ein Drittel quasi noch, also ist es noch nicht ausgeklammert. Jetzt auf mathematikwissen.de rechnet man einfach das Ganze mal 3, dann kürzt sich die 3 hier unten weg. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Dann kommt man auf x Quadrat minus 2x minus 8 ist gleich 0. Und das ist eigentlich genau das, was hier auch bei uns steht. Hier ist es halt nur eben ausgeklammert worden und sie haben es mal 3 gerechnet. Dadurch, dass auf der einen Seite 0 steht, ändert sich auf der anderen Seite nichts, also der Wert bleibt gleich. Ist aber auch ganz egal, wenn ich diesen Teil hier auf 0 bekomme, ist der Term sowieso 0. Also Jacke wie Hose eigentlich, wenn man das macht. So, wir ändern uns die Nullstellen. Gehen wir nochmal zurück. Die Nullstellen bei uns waren minus 2 und 4. Schauen wir mal, was die hier bei Mathematikwissen herausbekommen. Genau, x1 ist minus 2 und x2 ist 4. Genau wie wir es hier also auch haben. Also können wir feststellen, dass Wolfram Alpha auch richtig rechnet.